Wie viel macht denn das eigentlich insgesamt? Oh, das ist doch ordentlich. Was ist eigentlich mit Margaret? Muss ich der noch irgendwas geben? Ach, die ist ja nicht dabei. Stimmt ja. Dann kann ich aber verkaufen. Den da? Ja. Ach, Mist, ich hatte gerade einen Frame-Einbruch. Ach, verkaufen die jetzt einfach beide. Ich werde das eh nicht nochmal ausrüsten. Das war knapp. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen. Die können wir ja dann auch rausschmeißen. Nein, Moment. Um Gottes Willen, was mache ich denn? Ah, wobei, nee, ich habe ja keins ausgerüstet. Dann kann ich es verkaufen. Trotzdem habe ich auch nur aufheben wegen Margaret. Aber das wäre selbst für sie noch schlecht. Gut, dann weg damit. Ich habe 4 im Bestand. Nein, ist ausgerüstet. Wer hat's denn ausgerüstet? Ach, Suzanne. Dann schmeiße ich 3 Stück raus. Also nein, 2 Stück raus. Weil eins möchte ich dann für Margaret mal aufheben. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Wäre für sie auch noch was? Das auch? Ja, aber ich brauche jetzt nicht 50 Dinger, die mir... Und das ist 102, 103, 102. Dann behalte ich eigentlich nur das Armband und das, den Rest schmeiße ich raus. Ah, vielleicht warte ich den Rest doch nochmal. Mal schauen. Die Voodoo-Puppe. Okay, jetzt nochmal schauen. Das wäre natürlich super für Suzanne. Warum müsste ich jetzt diese Einbrüche kriegen, ey? Ist zum Kotzen. Verliere ich voll viel Geld. Es gibt aber nichts, was ihre Stärke erhöht. Gut, dann... Ich würde tatsächlich gerne mal was kaufen, was ihre Defense vielleicht ein bisschen höher macht. Stirbt sie vielleicht nicht mehr so schnell. Das erhöht ja nur um 1, das ist ja unnütz. Ich hätte gern 2 Lendenschürze, muss ich gestehen. Bin ich fast pleite. Ich mal gucken, was ich an der Ausrüstung dann, was ich den abnehmen, verkaufen kann. Puh. Okay. Ja, das dauert jetzt gerade wieder ein bisschen. Tut mir leid. Aber ihr kennt das ja.
Das gehört sich so. Der Lendenschutz. Nehme ich ihn dafür den Metallgürtel ab? Ja. Der macht ja auch nichts anderes. Moment, warum habe ich das jetzt eigentlich... Ich habe jetzt 126 und der Lendenschutz erhöht das um 127. Warum habe ich Idiot das jetzt eigentlich für die Beine gekauft? Das war jetzt... Das wird irgendwie total verschwendet, ne? Das Geld. Das wisst ihr genauso gut wie ich, ne? Naja, gut. Nee, ich wollte doch nichts kaufen. Ich wollte das wieder verkaufen. Das bringt's jetzt gar nicht. Auch nicht für Susanne. Die paar Pünktchen. Das kann man für die Hälfte von dem Preis wieder verkaufen. Achso, nein. Doch, Verkauf. Zwei. Das gerade mal für die Hälfte von dem Preis verkaufen kann, wie ich es gekauft habe. Das ist schon unverschämt. Naja, gut. Nein, ich wollte doch... Nein, ich möchte nicht. Komm noch mal her. Da machen wir nochmal schön ordentlich voll. Gerade echt... Wie dieser Dreck hier gerade alles versaut, ne? Weil ich hier ständig diese Einbrüche habe. Kaufe ich gerade echt einen? Warum kaufe ich einen? Ich doof. Dann machen wir hier vielleicht mal tatsächlich die 30 voll. Also man hat auch immer noch ein bisschen was Kleines auf der Kante. Samen habe ich 19. Warte mal. Die sind immer so teuer. Nee. Da machen wir mal nicht so viele. Da machen wir mal so eine ungerade Zahl. Nicht ungerade Zahl, aber keine schöne 5er-Schrittzahl. So. Dann nehmen wir noch uns zwei Wurzeln mit. Nein, und davon haben wir 24, davon haben wir 19. Dann nehmen wir hiervon nochmal 6 Stück mit. Dann haben wir da auch die 30 voll. Könntest du jetzt einfach mal aufhören? Echt nervig. Wieder ein Spaß beim Meditieren. Hat er Zelte? Was soll man hier? Halt alle Abnormen Status verändern. Einfach so als Sicherheit. Okay, das war jetzt diesmal nicht die Schuld, das Ding. Für Doppeltrefferbereiche, die brauchen wir irgendwie alle nicht. Oh, Zelt.
einfach nochmal so 10 Stück haben. Wie sind das eigentlich? Stellt Bewusstlose wieder her, da habe ich gar nichts. Oh. Bleibe ich vielleicht mal einfach bei denen. Und hol mir erstmal keins. Okay. Nochmal speichern. Entschuldigung. Das wird eine sehr öde Folge für euch, aber... Das sind Sachen, die müssen getan werden. Ein Neko muss tun, was ein Neko tun muss. So. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt will ich nochmal hier in die Gasse. Hier irgendwo lag. Da lag was. Da. Ist ja mein riesiger Krug. Der ist nicht hier. Was ist das? ZP verringern sich nur jede zweite Runde um einen Punkt. Oh, das wäre eigentlich... Wie viel hat sie? 8? Er hat 40. Gibt die Wirkung von Vergiftung, Schweigen und Verwirrung auf. Oh, ich glaube, das wäre tatsächlich was für sie. Dann hat sie wenigstens... Oh, sie hatte 8. Moment... Ach so, dann hätte sie aber zumindest 12. Wie viel würden die sich denn verringern? Um 6 Punkte. Nein, um 8. Ich nehme mal den Krug. Ach, der macht dann auch 8. Okay. Das ist auch gut. Dann habe ich eigentlich keinen Verlust gehabt. Dann hat sie aber wenigstens 10. 16. Rechnen kann ich auch nicht mehr. Noch ein Lotterie los. Können wir denn von hinten in die Kirche? Sie ist von innen verschlossen, sollte jedoch leicht zu öffnen sein. Verdammt, geh auf! Drehring 3. Im Gegensatz zum normalen Ring dreht sich Drehring 3 nach einer Rotation weiter. Die Rotation beschleunigt sich während des Drehens. Wenn du alle drei Rotationen triffst, hast du gewonnen. Ach du Schande. Scheiße. Au. Nochmal. Verdammt! Jetzt war ich zu schnell. Entschuldige, Juri. Nochmal. Das erste Mal lief so gut. So gut. Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Gab es das auch im zweiten Teil? Ich glaube nicht. Ich bin mir gerade unsicher. Immer das Letzte. 3 Stunden später.
Also werden meine Hände schwitzig. Weil es so warm wird langsam. Ich meinen Ventilator nicht anhab, damit das hier nicht so rauscht im Mikrofon. Knapp. Hey, sieh mal. Mit einem leichten Schubs habe ich sie aufbekommen. Ich mag das nicht, wenn Charaktere auf mich zulaufen. Stimme eines verängstigten Mannes. Wer ist da? Hat etwa so ein Potschnitt? Hey, Sie sind der Priester hier? Gottes Willen. Was wollt ihr? Kamt ihr, um mich zu töten? Pater Doyle. Ich bin's. Alice Elliot. Alice? Das ist unmöglich. Alice wurde und ich habe zu schnell weggedrückt. Es tut mir leid. Sie kann nicht am Leben sein. Ich wollte sie nicht erschrecken, aber ich bin es wirklich. Ich bin wieder zurück. Bist du wirklich du, Alice? Nein, ich bin jemand anders. Nein, ich glaube es nicht. Du kannst mich nicht täuschen. Das ist nur eine Gaukelei. Du musst der Teufel sein und kamst, mich zu holen. Oh weh. Bitte, Pater Doyle, werden Sie nicht albern. Sagen Sie mir, wen mein Vater an jedem Tag treffen wollte. Ich muss es wissen. Ich muss Roger Bacon um jeden Preis stoppen. Bacon? Nein! Warte, ich sag dir alles, doch lass mich nur am Leben. Bitte, verschone mich. Das ist eine ernste Sache. Er hält uns für Bacons Lakaien. Er muss eine unvorstellbar schreckliche Erfahrung gemacht haben. Pater, entspannen Sie sich. Wir tun Ihnen nichts. Ich sehe nur so aus, als würde ich ihm gleich in die Fresse schlagen wollen. Beantworten Sie nur die Frage. Mehr wollen wir ja gar nicht. Gut, gut. Alles, was ihr wollt. Alice, ich werde dir alles sagen, was ich über deinen Vater weiß. Es begann vor 23 Jahren. 1890 wurden die geheimnisvollen magischen Bücher aus dem Vatikan entwendet. Die Bücher enthielten verbotene Geheimnisse über Zauberkunst und Alchemie. Das Verschwinden der strenge unter Verschluss gehaltenen Bücher löste Panik aus. Es wurden sogleich zwei der besten Exorzisten zum Auffinden der Bücher berufen. Einer davon war dein Vater, Pater Morris Elliot. Der zweite war ein Freund, Pater James Pater O'Flaherty. Mein Gott! Auf der Suche nach den Büchern durchstreiften die beiden jahrelang Europa. Zuerst reisten sie zusammen, aber als Elliot eine Tochter bekam, trennten sie sich. Dann im Jahre 1990 verschwand Pater O'Flaherty in England. Ich erinnere mich, ich war damals noch sehr klein. Ja, genau, 9 Jahre alt, mindestens. Maximal. Aber es stand alles in seinem letzten Willen von meinem Vater. Darin stand, dass eines der Bücher von einem Gelehrten in Wales gekauft worden war. Also gingen wir dorthin. Aber ein zweiter Brief traf niemals ein. Danach jagte Pater Elliot den Verbrecher selbst und schließlich fand er ihn. Und das war Roger Bacon? Ja, doch Pater Elliot hatte Angst vor Bacon. Und zu Recht, Bacon ist ein 1000 Jahre alter Dämon. In ihm wohnt nichts Menschliches mehr. Dein Vater musste Frau und Kind schützen, doch er wusste, wenn diese Bücher entweiht würden, könnten die schrecklichen Horden der Hölle auf die Erde zurückgerufen werden. Luft. Das war also die Dämonentür-Anruf. Verflucht seist du, Bacon. Du stiehlst ein heiliges Buch und entweist es mit üblen Experimenten. Blasphemie! Um Bacons Schwachpunkten zu treffen, wollte er jemanden finden, der ihm helfen konnte. Den er fand, war ebenfalls ein großer Hexer. Den er fand, war ebenfalls ein großer Hexer, der mit Bacon seit langem verzankt war.
Zum Glück konnte er mit ihm Verbindung aufnehmen. Ich wusste, er würde ein mächtiger Verbündeter sein. Hä? Also wer ist nun dieser andere Typ, von dem Sie sprechen? Kardinal Albert Simon. Alice, das war der Mann, auf den dein Vater an jenem Abend gewartet hat. Albert Simon? Dieser Kardinal, von dem Bacon nicht wollte, dass dein Vater ihn trifft. Vater, wo ist Kardinal Simon jetzt? Und warum kann er als Vampir einfach so die Kirche betreten? Wenigstens glitzt er nicht in der Sonne. Ich glaube, er...